Ich hole euch einfach mal hier an dieser Stelle da rein. Die alte Gruft, ihr erinnert euch, wird das Bäckermuseum sein unter anderem. Was wir wollen, ist hier drauf gehen, die oberste. Dann müsste hier ein kaputtes Grab sein, kann man wegschieben. Wir gehen hier runter. Man ist hier eine Wand. Die Wand sieht ziemlich dünn aus. Warum man einen echten, normalen, vernünftigen Hammer nicht nutzen kann, werde ich nie erfahren, aber ist halt so. Aber mit den vier harten Hämmerchen, die wir uns angeeignet haben, ich glaube, das war Rad, richtiges Ende, Angeln und was hat Quiz oder so? Ja, ist hier jedenfalls egal. Kommen wir durch die Wände. Und am Ende müsste sich jetzt ein Easter Egg befinden. Wenn es nicht der Schrank ist, es ist der Schrank. Ich würde gerade sagen, wenn es nicht der Schrank ist, bin ich sauer. Auf, gib mir. Ja! Entschuldigung. Kennen wir uns? Nun, falls wir das tun und ihr euch wegen irgendeines Zeitparadoxons beschweren wollt, denkt dran, dass ihr gerade die vierte Wand durchbrochen habt. Oh! Ist klar. Ihr bekommt vermutlich keine Gehaltserhöhung, aber bedient euch gerne an der Vitrine, wenn ihr durch die Kante geben wollt. Ah, ja. Yeah. Arbeitszeit, seit diese Kinder der Sonnenwende hier sind, ist die Tageszeit ein echtes Mysterium. Ja, das ist genau das, was ich immer gesagt habe. Ich bin Jake, habe Eric bei Musik und Soundeffekten geholfen. Das ist mein allererstes Spiel und überhaupt, ich hätte mir dafür kein besseres Team vorstellen können. Yo, ich bin Reese und spiele akustische Instrumente. Ich weiß zwar nicht, wieso ich hier bin, aber ich bin echt froh, Teil dieses coolen Spiels zu sein und schickt mir was zu essen, wenn ihr Zeit habt. Ich hoffe, wir konnten euch auf dieser Reise in unserer Kindheit etwas Neues zeigen. Es war eine gute Reise in die Kindheit. Ich bin JP, Integrator. Früher habe ich Bugs gesucht, jetzt behebe ich sie und verursache sie. Ich weiß nicht, ich bin kein Mechaniker. Ich hoffe, ich konnte nicht nur Bilder, sondern auch euch bewegen. Ja, doch, 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 das hat funktioniert. Oh, ich bin Greg, ich bin Animator. Auch wenn die Eichhörnchen das anders sehen. Hört nicht auf ihre Quieke, sie erzählen nichts als Lügen. Eichhörnchen. Na, das wäre mal ein tolles Buzzword für eine Grafikfunktion, lacht in HLSL. Es war nicht einfach, all das aufzubauen, aber ich bin auf alle hier ziemlich stolz, unendlich stolz. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Hat es, hat es. Spreche ich mit dem Spieler oder mit Zale? Egal, hoffentlich hat das Erkunden der Welt Freude bereitet. Hat es! Ich liebe es, Community Manager zu sein. Die Sea of Stars Community ist einfach die beste. Findet ihr nicht? Keine Ahnung, bin ich nicht drin. Weil ich mich aus fast allem immer raushalte. Ich spiele die Spiele und freue mich. Ich hoffe, ihr habt das Spiel so sehr genossen, wie ich es getan hätte, wenn ich nicht selbst daran gearbeitet hätte. Ah, ist noch ein bisschen was hier zu. Ist das eine Robbe da? Ein Hund ist ein Hund, ist bestimmt Buddy, ne? Ich bin Olivier vom Berserk. Ich habe vor allem das Hintergrundzeug gecodet und mich auch ums Publishing des Spiels gekümmert. Wenn ihr es spielt, haben wir es geschafft. Juhu, viel Spaß. Als ich 6 war, spielte ich Final Fantasy I und verliebte mich in RPGs. Ich beschloss, dass ich mal selbst welche machen will. 30 Jahre später verwirklichte sich dieser Traum mit dem besten Team aller Zeiten. Das ist cool. Ich bin der, der nach den von JP verursachten Bugs sucht. Ah, bist du Buddy, Kumpel? Ja, Buddys sanfter Blick löst eine Enge in deiner Brust, von der du nicht mal wusstest, dass sie da ist. Buddy ins Best Boy, ja! Ich hoffe wirklich, dass alle durch das Spielerlebnis in Sea of Stars unsere Liebe zu Videospielen mitbekommen haben. Echt gut. Messenger auch. Sehr, sehr gut. Habe ich das Ding noch gleich hingetan? Das Ding? Hey, ich habe ein paar Charaktere animiert, nur um sie danach in die Luft zu jagen. Tut mir leid wegen der vielen Explosionen vor eurer Nase. Ich bin Eric. Ich spiele gerne mit Musik und Audiodesign rum für das Spiel. Ich spiele also in meinem eigenen Spiel. In diesem Spiel übrigens. Oh nein, Hilfe. Ich bin im Spiel gefangen. Hey, ich bin Maiko. Ich bin für das Umgebungsdesign unserer Spiele verantwortlich. Mochtet ihr die verschiedenen Landschaften? Ja. Artig. Dieses Textfeld gehört ein halbes Pixel weit nach links. Falls ihr in den Kämpfen der Charaktere eher Tanzwettbewerbe seht, sei euch das von mir als Animator hiermit offiziell erlaubt. Dance Battle.
Hat wirklich Spaß gemacht, Teil dieses Projekts zu sein. Ich denke, wir haben ein ziemlich cooles Spiel erschaffen, oder? Ja, eins der besten in letzter Zeit. Ja. Ich werde dieses Projekt vermissen, auch wenn ich mal wieder Schlaf bekomme. Hattet ihr Spaß beim Spielen? Das Team hat wirklich hart dran gearbeitet. Bin so stolz drauf, Teil dieses tollen Teams zu sein. Sea of Stars zu komponieren war wunderbar. Hoffentlich mochtet ihr das nostalgische Flair, aber hallo. Danke, Theory. Von allen Charakteren, an denen ich mitgearbeitet habe, gefällt mir Conan am besten. Dank seiner Mama, sollte ich sagen. Wow, habt ihr all diese Animationen gesehen? Ich bin so stolz auf das, was wir geschafft haben. Ich habe theoretisch nicht alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, sehr gut. Mit euch hatte ich geredet? Weiß ich nicht. Ja. Chillen. Doch ja, nochmal die Entwickler hier. Der Schrank. Na bitte, ihr habt es bis zum Ende geschafft. Wie? Ihr habt es geschafft, es ist vorbei. Ihr habt eben das aktuelle Team getroffen, was will man mehr? Die Show ist vorbei, ich geh schlafen, solltet ihr auch. Nichts mehr? Nein? Nein? Ich trau dir... Also Schimpftirade gefällt. Ja, ich wusste es. Ganz sicher, dann gibt's kein Zurück mehr, ja. Gut. Also ihr habt das Spiel beendet. Mochtet ihr es? Hat sich die Show selbst gestohlen? War es genauso, wie ihr das wolltet? Und vor allem, war es die Zeit wert? Würdet ihr sagen, dass das Team hier ordentlich Content kreiert hat? Oder behaltet ihr euch diesen Ausdruck für virtuelle Inhalte vor? Okay, beginnen wir langsam. Glückwunsch, ihr habt alle Bosse besiegt. Ihr habt euren besten Freund wiederbelebt. Ihr habt alle Regenbogenmeeresschnecken gefunden. Ihr habt alle Fische gefangen. Ihr habt alle Räder gedreht. Ihr habt alle Quizzes gequizzt. Uff. Als ich das letzte Mal langweilig sein wollte, fand ich am Ende Freunde, die der Meinung waren, dass wir mehr Produkte mit Alpha und Omega im Marketing bräuchten. Ich werde das bestimmt nicht nochmal riskieren, also sprechen wir mal in Absoluten, okay? Für ein gutes Videospiel braucht es Gras im ersten Level, Lava kurz vor dem vermeintlichen Ende und ein Geheimboss, der schwerer ist als der tatsächliche Endboss. Nun, die Regeln stammen nicht von mir, seid dagegen oder stimmt mir zu. Ich persönlich hoffe, ihr seid dagegen, das wäre echt die blanke Ironie, jetzt wie ihr hier steht und jeden Stein im Spiel umgedreht habt. Sollte ich euch schon langweilen, dann denkt einfach daran, dass ich keinen regelmäßigen Schlaf bekomme und ich putze mir nach dem Mittagessen bei der Arbeit nicht die Zähne. Ich finde mich allerdings ganz erträglich. Jedenfalls danke fürs Aufwärmen, ich bin hier, falls ihr Lust habt. Immer noch da, ich habe noch mehr, aber es wäre ein wenig tiefgründiger. Ja, hau raus. Seid ihr ganz sicher, wenn ich mal anfange, mich schwer aufzuhalten? Ja, klar. Okay, ihr wolltet es so. Kennt ihr die Typen, die eben erlernten Insider-Ausdrücke so verwenden, als ob jeder wüsste, was sie bedeuten? Tatsächlich machen sie es aber nur, damit sie jemand um eine Erklärung bittet? Hat mich immer gestört, wenn Menschen durch Manipulation und Lügen durch Verheimlichungen Sympathien sammeln wollen, finde ich das ungerecht. Aber ich verrate euch einen guten Aspekt des Älterwerdens. Man erkennt die letzten Kapitel mancher Geschichten vorzeitig und sie lehren einen vielerlei. Dann eines Tages wurde mir klar, dass viele Leute an einem Rennen teilzunehmen scheinen, obwohl keiner weiß, was es zu gewinnen gibt. Und auch ich weiß nicht, um welchen Preis es geht, aber ich weiß, dass ich ihn nicht will. Es war irgendwie befreiend zu erkennen, dass ein Spiel nur bedeutsam sein kann, wenn darin die Redlichkeit ein Begriff ist. Wenn ich daran denke, bin ich ein wenig enttäuscht. All die Freundschaften, die sich entwickeln hätten können. Aber keine riesige Enttäuschung. Eher so, als würde einem auffallen, dass ein Brot Rosinen enthält. Hey, ich mag Rosinen, lass das. Das mache ich jetzt also. Ich meine Rosinenbrot. Das hätte ich schon vor Jahrzehnten tun sollen. Seid ihr noch da? Ich gebe mir den Rest meines Geschwafels für den letzten Teil auf. Falls ihr dort aufkreuzt. Ich werde jedenfalls meinerseits kein Urteil fällen. Reden wir stattdessen einfach ein wenig über Musik. Wart ihr schon mal bei einem Metal-Konzert, wo sich Musiker die Gesichter bemalen? Ich dachte, sie würden das tun, um ihre Rollen vor Publikum ein wenig zu übertreiben. Und ich bin sicher, dass viele Leute diese Meinung teilen, aber gleichzeitig dämmerte mir, dass manche von ihnen einfach eine Identität brauchen. Etwas, zu dem sie werden können, um etwaige Unsicherheiten zu beseitigen und sich dem puren, ungeschönten Ausdruck widmen zu können. Etwas, das gerade genug von dem Gefühl einflößt, versteckt zu sein, um eine gesunde Form der Anonymität zu erreichen. Als Befähigung quasi. Vergleichbar mit einer Sonnenbrille, die ein gutes Maß an sozialer Hemmung beseitigt, indem sie den Augenkontakt verhindert. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft mich Sonnenbrillen schon in der Öffentlichkeit geschützt haben. Egal, also diese Metal-Shows. Es kann gut sein, dass ich mir das alles bloß einbilde. Vielleicht gefällt ihnen allen ganz einfach dieser Stil und mehr steckt nicht dahinter. Aber sie leisteten dennoch einen großen Beitrag zu meiner Wahrnehmung von Identitäten und zeigten mir, wie man sich öffentlich ausdrücken kann. Verwirrend, was? Was ich sagen will, ist, dass jede Interpretation von Kunst zulässig ist, auch wenn die eigentlichen Absichten des Künstlers eine andere war. Falls das immer noch verwirrend ist, stellt euch einfach den Aufbau einer virtuellen Welt für alle ausgedachten Charaktere als Alternative zur Gesichtsbemalung vor. Und wenn das immer noch verwirrend klingt, ich mag diesen Deckmantel einfach. Ich muss bald los, aber wir können noch eine Runde machen, wenn ihr wollt.
Soll ich mal Klartext reden? Ja. Seid ihr sicher? Ich weiß nicht, ob jetzt das Spiel nicht ruiniert. Jetzt nicht mehr. Okay. Bei dieser ganzen Zeitreise-Sache neigt mein Verstand dazu, mir Streiche zu spielen. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal getroffen haben, aber falls doch, fragt ihr euch vielleicht, wie es dem Jungen aus dem Brunnen geht. Die Kurzversion ist, dass es ihm besser geht, aber ich schätze, wir sind wegen der langen Version hier, also hier ist eine kurze Zusammenfassung. Was bisher geschah? Es war mal ein kleiner Junge, der in einem Brunnen versteckte. War nicht ganz klar, wieso. Man dachte, er wäre beim Spielen hineingefallen oder jemand hätte ihn gestoßen. Tatsächlich sprang er aber selbst hinein. Er verbrachte Jahre im Brunnen, war voller Sorge und fühlte sich minderwertig. Er wollte seine Ideen mit der Welt teilen, doch aus tiefer Scham, die eine so große Rolle in seiner Erziehung gespielt hatte, wurde sein Wille gebrochen. Deshalb war der Brunnen perfekt für ihn. Ein Ort, sich zu verstecken, mit seinen Geschichten allein zu sein, ohne Spott oder Verurteilung. War ein sicheres Leben, absichtlich frei von Bestimmung, doch immerhin vor Zurückweisung sicher. Im Laub der Jahre fand er Freunde, die ihm dabei halfen, herauszuklettern. Sie halfen ihm auch dabei, seine Geschichten mit der Welt zu teilen. Seine Freunde waren sehr talentiert und gemeinsam sorgten sie für die Mittel, um in ihren eigenen gemeinsamen Raum weiter zusammenzuarbeiten. Und kurz gesagt endete diese Geschichte vor 5 Jahren eben dort. Seit damals ist viel passiert und diese Reise würde sich ohne Abschluss nicht richtig vollständig anfühlen. Also los, Mantel an, Maske runter. Es dämmerte ihm irgendwann im 2. der 5 Produktionsjahre. Trotz des Kummers in ihm fühlte er immer noch Hass. Keinen herkömmlichen, nach außen gewandten Hass, sondern Selbsthass. Ein lebendes Gefühl der Unwürdigkeit. Es hatte sich zu einem falschen Versprechen verfestigt, dass mit ausreichend Mühe langfristig etwas aus der Asche entstehen würde. Der Glaube daran, dass die ganze Welt genug sein könnte, damit 2 Menschen endlich erkennen, dass sie die ganze Zeit über jemanden hatte, der es wert war, akzeptiert zu werden. Aber wie würde sich das im Detail entwickeln? Als er von den heilenden Fantasien erfuhr, war er völlig geplättet. Seine Lage erfüllte sämtliche Kriterien. So war das Leben nicht. Es würde keinen Klickmoment für missbräuchliche Spieler geben. Auch keine Zeitreise, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Es blieb bloß noch die Zukunft. Und obwohl die Zeit manche Wunden heilen würde, gäbe es einige schöne Türen, die für immer verschlossen wären. Monatelang wandelte sich alles zu Angst. Die Angst, nichts als eine Reaktion zu sein. Die Angst davor, in einer Illusion zu leben, in der es jenen heimzahlt, die ihn gebrochen hatten, während er in Wahrheit immer noch für sie tanzte. Er gab alles, um rund um die Uhr zu arbeiten und die Hebel ständig in Bewegung zu halten, als gäbe es einen Sinn, ein Ende oder ein Ziel. Er hatte diese Brücken schon lange eingerissen, wieso also noch Folge leisten? Und was dachte er sich eigentlich dabei, als er die imaginäre Welt, die für ihn so wichtig war, zum Gegenstand der allgemeinen Kritik machte? Und so stürzte er, wenn auch nicht auf körperliche Weise. Es war eine Art emotionaler Schlaf, langsam aber sicher fühlte er beinahe nichts mehr. Die Arbeit ging weiter, sie war das Einzige, das ihn antrieb. Und mit jedem weiteren Tag schloss er routinemäßig die Gardinen vor der aufgehenden Sonne, um den Glanz auf dem Bildschirm zu vermeiden. Die Arbeit ging voran und sie ging gut voran, doch er verlor den Bezug zur Realität. Im 4. Jahr war die Hüterin, die er niemals gekannt hatte, wieder da und sie rettete ihn erneut. Seine Großmutter starb. Doch in ihren letzten Tagen fand sie genau die Worte, die ihm Bestimmung und Halt geben sollten. Sie überkam ihn augenblicklich. Sein ganzes Leben lang war sie stets im Hintergrund gewesen, liebevoll und fürsorglich. Das so nötige Licht in der völligen Dunkelheit. Die Grundlage, die sie in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit in Kindheitstagen aufgebaut hatte, trug ihn bis zu diesem Tag. Danke, Irene, ich liebe dich. Das ist schön. Also, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber das ist schön. Das ist einfach schön. Endlich, also nicht der Tod, wohlbemerkt, okay? Ja? Der andere Teil. Endlich verstand er, dass das nicht reichen würde, alles nur mit Handschuhen anzufassen. Also zog er sie aus und ließ den Erinnerungen ihren Lauf. Er fuhr mit dem Fahrrad durch eine Pfütze, um die Straße mit den nassen Reifen zu markieren. Er öffnete die Kiste mit den Eislutschern bei seinem Freund und schielte durch die Verpackung, um die orangefarbenen zu vermeiden. Er fühlte Durst und stellte sich vor, dass der erste Schluck nur dazu dienen würde, ihm die Energie zum Leeren des Glases zu geben. Und natürlich Videospiele. Endlich verstand er ihre Bedeutung für ihn. Sie waren seine Zuflucht. Ein Ort, an dem er frei sein konnte. Frei, um zu experimentieren, zu lernen, zu fragen, zu scheitern, zu bestehen, aufzugeben, zu überwinden, zu lachen, zu reüssieren, zu träumen. Es war nicht nur eine Reaktion. Er war jemand, der es verstand, eine Zuflucht aufzubauen und wusste, wie es sich anfühlte, eine zu brauchen. Es musste andere geben, Leute, die er niemals treffen würde, die einen Ort wie diesen benötigten. Und er müsste allen geben und er müsste alles geben, um ihn zu perfektionieren. Und plötzlich sah er es von neuem. Etwas, das die ganze Zeit über da gewesen war.
Die Talente, die sich versammelt hatten, um seine Vision zum Leben zu erwecken. Diese Erkenntnis war anfangs unbehaglich und er dachte daran, wie verletzlich er sich im Laufe der Jahre vor seinen Mannschaftskameraden gezeigt hatte. Doch trotz all seiner Hintergedanken ließ sich eine Sache nicht abstreiten. Sie waren immer noch da. Jeder von ihnen hörte ihm täglich aufmerksam zu und sie alle nutzten ihre Fähigkeiten dazu, etwas aufzubauen, auf das sie stolz sein könnten. Und letztendlich wusste er, dass alles, was er benötigte, bereits hatte. Seine Freunde waren für ihn da. Sie waren es immer gewesen. Die gesamte Reise ist gewissermaßen Ausdruck ihrer Persönlichkeiten und ihrer unglaublichen Chemie. Jetzt, wo alle Zerstörungsgedanken fort waren, schickte er sich an, das Projekt abzuschließen. Allein mit Schöpfergeist und ohne Hoffnung auf Anerkennung. Die Missbrauchenden würden niemals gewinnen. Nicht mehr. Er tat dies, weil er es wollte und wusste, dass er Unterstützer hatte. Jetzt, mit mehr Selbstvertrauen, nahm er sich vor, nie wieder so nah an der Sonne zu fliegen. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, dass er innere Ruhe gefunden hat und nun ein allgemein erfülltes Leben hat. Doch ob das so bleibt, wird die Zeit weisen. Danke, dass ihr mich bis zum Ende begleitet habt. Das hatte ich nötig. Ich werde jetzt gehen. Tschüssi. Schön. Also A, freut's mich. B, ist es ein richtig gutes Spiel geworden. Hätte ich jetzt nochmal mit denen reden können? Warte, wegen des Team-Meetings hier. Tut uns leid, die Idee fürs nächste Spiel müssen wir vorerst für uns behalten. Jetzt nochmal raus und rein. Ob sich nochmal was ändert. Jetzt arbeiten sie. Ich meine, ich könnte es jetzt noch zigtausend Mal durchklicken, aber ich hoffe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja. Ich werde jetzt noch Platin grinden gehen, was nicht unbedingt Spaß machen wird. Ich habe diesmal nur knapp 30 Notizen. Das war's von mir. Zumindest für den Endteil. Ich melde mich nochmal mit einem kurzen Extra, denke ich. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Projekt. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, um kein Video jemals mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Mal.